Nabend. Na? Wie ist die Freiheit? Ist gut. Schön. Man merkt sie immer nicht so, wenn man sie hat. Ne? Wahnsinnig fragil. Ein scheues Reh. Lassen Sie uns doch einen Moment die Freiheit genießen. Jetzt war sie gerade da, haben Sie es gemerkt? Deutlich. Alles so stressig. Alle sind am Anschlag, die Nerven liegen blank, Burnout, Überlastungssyndrome, Angst. Wieso bloß? Komm mal einen Moment lang Ruhe. Wir brauchen nicht noch mehr Telefonanbieter, wir brauchen mehr Psychotherapeuten. Ja. Schwer zu machen, Herr Mietz, Jens Spahn. Der kann sich auch nicht bei einem Vorgänger beschweren. Der war aus der gleichen Partei. Es ist schon blöd, wenn man seit 1949 mit kurzen Abständen immer regiert. Kleine Unterbrechungen, aber manchmal. Oh, schön, dass Sie gekommen sind heute Abend. Toll, ne? Da kauft man seine Karten irgendwann im Mai und denkt, boah, das ist ja noch bis September. Und dann kommt der Abend. Was mit dem Räter, das ist heute? Oh, nee. Ja. Soll ich Ihnen was sagen? Ging mir genauso heute. Tja, schön. Und sonst? Was Neues? Die haben jetzt rausgekriegt, dass die Geheimdienste sich gegenseitig bespitzeln. Einmal im Jahr kriegen sie das, glaube ich, raus jetzt. Ne? Österreicher haben rausgekriegt, dass der BND sie bespitzelt hat. Was ist denn das für ein Geheimdienst, wenn sogar die Österreicher das rauskriegen? Das ist ja, ich finde das ganz schön ungeheim, also vielleicht sollte er öffentlicher Dienst heißen. Schwachsinn. Alles kriegen die raus. Jetzt haben sie rausgekriegt, dass es bei der Bundeswehr Nazis gibt. Ich war vollkommen fertig, als ich das. Also überall hätte ich die erwartet, aber nicht bei der Bundeswehr, also niemals. Da kann man nur heilfroh sein, dass die da nicht mit funktionstüchtigen Waffen in Berührung kommen. Hallo? Hallo? Ganz schwierig. Ganz schwierig. Richtig schwierig. Tja, ansonsten, wenn man so sieht, wer in der Welt überall regiert, ertappen Sie sich auch manchmal dabei, dass Sie froh sind, dass wir Merkel haben? Ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz mal sagen werde. Ist das nicht bitter, dass Merkel jetzt unsere humanistische Referenzgröße geworden ist in Europa? Wie konnte das Ganze so auf den Hund kommen, verdammt. Aber wenn man sich Trump anguckt zum Beispiel, erinnern Sie sich noch an den Antrittsbesuch Merkels bei Trump? Unvergessene Bilder. Der Klassenschläger trifft die Vertrauenslehrerin. War das schön? Wundervoll. Das sind Momente, in denen ich dann glücklich bin, dass die zu uns gehört und nicht er. Und wir fanden George Bush mal schrecklich, wissen Sie noch? Das waren noch Zeiten. Man nennt es heute das goldene Zeitalter.
Verglichen mit Trump war George Bush ein hypersensibler Literaturwissenschaftler. Verdammt. Mann, da ging noch was. Toll. Manchmal war die Situation so verzweifelt, dass ich dachte, man müsste jetzt in die SPD eintreten und Merkel wählen. Geht ja nicht, kannst ja nicht Merkel wählen. Du hättest ja immer dann den Seehofer gleich mitgewählt. Und den Söder. Und den Scheuer. Und den Dobrindt. Und Volker Europa spricht Deutsch Kauder. Und Wolfgang, ich muss schnell nach Hause, bevor Jutta Dittwurt mich zerlegt, Bosbach. Die hättest du immer mitgewählt, die ganze Adams-Family. Diese ganzen 60er-Jahre-Zyniker. Dass die sich überhaupt noch Christen nennen dürfen, ist eine Unverschämtheit. Also als Christ wäre ich da echt angepisst. Da wird die Merkel in ihren eigenen Reihen platt gemacht, weil sie vor 3 Jahren Maria und Josef einen Stall angeboten hat. Wird die jetzt gekreuzigt im christlichen Abendland? Da können wir uns schön was überlegen. Gleichzeitig saß man in den Talkshows und hat darüber beratschlagt, wie man christliche Werte verteidigen kann. Ja, gerade da, vor unserer Haustür, können wir christliche Werte verteidigen. Aber das ist offensichtlich so ein Gedankenfehler, so ein Denkfehler. Wenn man sagt, christliche Werte verteidigen, meint man immer, die christlichen Werte gegen die Flüchtlinge verteidigen. Als würden die uns die wegnehmen wollen oder gar können. Ja, die christlichen Werte für die Flüchtlinge verteidigen. Und so funktioniert das auch mit Werten nicht. Du kannst so einen Wert nicht verteidigen. Du kannst Werte nur umsetzen und dann werden sie manifest und kriegen Strahlkraft und Überzeugungskraft. So funktioniert das mit Werten. Du kannst sie nicht verteidigen. Und dann erleben wir jetzt genau das, dass man so eine hilflose Leitkulturdebatte führt. Wie schrecklich. Wie leer und ohnmächtig muss man sich fühlen, wenn man anfängt, in bayerische Landratsämter Kruzifixe zu nageln. Das ist ein Offenbarungseid. Der arme Söder, der wird die CSU jetzt ganz runterfahren und dann aussteigen. Ganz, ganz einfach. Der hat zu wenig Wärme, ganz klar. Aber dass wir das jetzt so haben hier, im christlichen Abendland, verstehe das nicht. Jetzt bräuchte man doch diese christlichen Werte. Mitgefühl, Empathie, was weiß ich, Fürsorglichkeit, Mitmenschlichkeit. Verstehe das nicht. Jetzt wählt man rechts? Wofür treffen sich die Christen? Seit 2000 Jahren trifft man sich jetzt jeden Sonntag und liest den barmherzigen Samariter und jetzt beim ersten Stresstest, man probt den Ernstfall, jetzt rutscht man weg und rennt zu den Rechten. Das kann doch wohl nicht. Wofür laufen wir mit unseren Kindern jeden November zum St. Martinsumzug? Wegen der schönen Laternen? Kaum müssen wir den Mantel teilen, schmeißen wir die Laterne hin und wählen rechts. Das kann doch nicht wahr sein. Also wir sind mehr. Also ich bin mehr. Auf jeden Fall. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt muss man sich das mit angucken überall. Von Washington bis Budapest. Die armen Sachsen tun einem auch leid. Jetzt müssen wir uns mit angucken, wie die Orks ihr sächsisches Auenland zerlegen da. Wie gruselig. Wie schade. Und das funktioniert immer nach dem gleichen. Wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert und warum das so ist, empfehle ich Ihnen hier dieses Buch von Arno Grün. Verratene Liebe, falsche Götter. Habe ich letzte Woche gelesen. Hervorragend. Dann kriegt man genau mit, warum das ist und warum man das anders machen könnte, wenn man wollte. Wenn man das wollte. Ich denke, jeder Politiker sollte so ein Buch mal lesen. Ich weiß nicht, ist das nicht eine Aufnahmeprüfung in der Politikerschule, dass die Arno Grün lesen? Der Gauland sagt nichts in den ganzen Interviews. Ich weiß nichts über Rente, ich weiß nichts über Bildung, ich weiß nichts über Ökologie. Ich habe nichts für euch. Der steht ganz nackig da mit leeren Händen und sagt, ich habe euch überhaupt nichts anzubieten, außer den Hass eurer Großväter. Oh ja, dann wählen wir ihn. Was? Das kann nicht wahr sein. Als Wähler würde ich mich verraten fühlen von Gauland. Keine Idee und Hass habe ich selber, würde ich sagen. Dafür brauche ich den nicht. Aber doch, genauso funktioniert es leider nicht.
gibt immer so ein paar Anführer, die dann die Mitläufer entlasten und sagen, das darf man sagen. Und dann sind die erlöst und dann sagen die das auch. Und da wundert man sich dann nicht drüber. Ich wundere mich manchmal, dass man sich überhaupt noch wundert. Ich bin nur noch über die Empörung empört. Und da geht es auch nicht um Rassismus oder sonst was. Da geht es um ganz archaische Geschichten. Na klar, Rassismus. Rassismus ist eine ganz natürliche Geschichte, hat doch jeder von uns. Rassismus ist sozusagen Natur. Was da fehlt, ist ein Mangel an Kultur. Rassismus, das war evolutionär möglicherweise gar nicht so unwichtig. Um seinen eigenen Genpool nach vorne zu kriegen, muss man sich abgrenzen von anderen Gruppen. Aber das ist halt Rückenmark-Rassismus. Das ist maximal Krokodilgehirn. Was dann dazu gekommen ist, ist halt der Neokortex. Und das ist ein Mangel an Kultur, dass man dem Rückenmark freien Lauf lässt. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Natürlich. Also. Aber solche Gefühle kennt doch jeder, nehme ich an. Du siehst jemanden auf der Straße, der ist in allem anders, hat andere Klamotten, der spricht anders, der lacht an anderen Stellen. Du kannst die Bewegungscodes gar nicht dechiffrieren. Der hat eine andere Hautfarbe und alles. Und du denkst, oh, erst mal sehr anders, erst mal meine Sippe. Und dann musst du doch aber sofort denken, ah nee, ich bin ja gar kein Pavian. Ja, aber... Aber das ist aber wichtig. Das muss dann halt auch kommen. Sonst ist blöd. Und du kannst auch nicht diskutieren und Fakten spielen längst keine Rolle mehr. Du kannst nicht immer mit Fakten kommen. Du wirst Präsident, wenn du die Fakten extra nicht drauf hast. Es geht nur noch um Gefühle, um das Subkutane. Das entscheidet Fakten doch gar nicht. Interessiert niemand. Jeder hat seine Fakten. Du musst die Sachen leben, umsetzen und hoffen, dass es anders wird. Anders geht's nicht. Die Demokratie ist so angelegt, dass sie sich selber abschaffen kann durch freie Wahlen. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Aber da geht's nicht drum. Du kannst doch nicht diskutieren. Der Seehofer, erste Amtshandlung als Innenminister, er musste erst mal die Kriminalstatistik bekannt geben. Und hat gesagt, oh, das ist leider saugut geworden. Das ist echt. Kriminalität ist deutlich zurückgegangen. Er wäre fast erstickt an den Sätzen. Der hätte sich lieber die Zunge abgebissen, aber da sieht man halt die charakterliche Reife. Der hat's drauf. Aber darum geht's nicht. Rassistisch, du kannst nicht diskutieren, das ist Glaubenssache. Wenn jemand, dann kannst du nicht mit Argumenten kommen. Versuch mal mit einem Kardinal oder einem Bischof darüber zu sprechen, dass Schwule und Frauen auch eine Menschenwürde haben. Vergiss es. Das kannst du kurz versuchen und dann merkst du, ah nee, ich gehe doch lieber einen Cappuccino trinken. Ja, das kann man versuchen. Ja. Ja. Versuch mal mit einem Fleischesser, mit einem Griller irgendwie darüber zu sprechen, dass das nicht mehr möglich ist. Das ist ihm egal. Der sagt, wieso, ist doch lecker. Fertig. Wenn du so eine Ideologie drin hast, dann kannst du nicht mit vernünftigen Argumenten kommen. Dann ist Vernunft das Letzte, was du brauchst. Und so ist es auch mit Rassisten. Das ist wie bei einem Buchsbaum. Wenn der den Zünsler hat, dann ist der durch. Dann, ja, fertig. Ja, dann wird der braun. Kannst du vergessen. Die werden braun innerhalb von Wochen. Ja. Hm. Du kannst denn dann noch versuchen, einmal mit dem Hochdruckreiniger, aber das hält auch nur 2 Monate. Und da geht's, glaube ich, drum. Es sind viel archaischere Sachen. Seit 1945 musste sich die gesamte westliche Hemisphäre zusammenreißen. Und das war für viele richtig anstrengend. Das war Neokortex und so weiter. Richtig, Anstand ist anstrengend für viele. Und jetzt reicht's mal. Jetzt sterben die letzten Täter, die letzten Angehörigen sterben, die letzten Opfer sterben. Jetzt muss das Rückenmark mal wieder, wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und jetzt drehen die wieder auf. Und das ist, glaube ich, viel tiefer sitzend als das ganze andere. Und deswegen ist es auch, hat es auch nichts mit Globalisierungsverlierern zu tun. Das mag ein kleiner Mosaikstein sein, aber das ist nicht der Grund, warum in den ganzen Globalisierungsgewinnerländern, in den reichsten Ländern der Erde, überall diese Menschenfeinde und Demokratiefeinde gewählt werden.
Das geht um ganz archaische Geschichten, glaube ich. Seit 1945 ist das mit dem Schuldgefühl da. Aber das Ganze ist viel tiefer und die Angst vor der Zukunft. Dem weißen Mann geht jetzt der Arsch auf Grundeis, weil er merkt, er kommt langsam in die Unterzahl. So viel Grundeis gibt's gar nicht mehr, wie viel Ärsche da drauf jetzt Platz nehmen müssen. Hätten wir besser auf die Grünen gehört, dann hätten wir jetzt mehr Grundeis für die ganzen Ärsche. Das ist immer das gleiche Spiel. Natürlich. Nee. Und das ganze Spiel geht seit 1444 so. Seit die ersten Sklavenschiffe in Lissabon angekommen sind, ist der weiße alte Mann der Herrscher. Bis heute akkumuliert er wie viel? Über 90% des Weltvermögens geht an weiße alte Männer. Ist doch toll. Vielleicht ändert sich das mal, vielleicht ja auch nicht. Und das spürt er jetzt langsam. Und wir haben das alle in Erdkunde und in Geschichte gelernt, dass unser Wohlstand auf Leichenbergen steht. Haben wir gedacht, das geht jetzt noch mal 600 Jahre so. Und die merken das nicht. Jetzt haben die das gemerkt. Jetzt können die Kongolesen im Kongo lesen. Das ist aber doof. Und deswegen sind diese weißen Hardcore-Rassisten in Amerika auch auf den letzten weißen, rassistischen 45. Präsidentenwaggon aufgesprungen, weil sie genau wissen, die nächsten 45 Präsidenten werden Latinos sein. Und dann dreht sich da aber was. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht anfangen durchzudrehen und uns besinnen auf ein bisschen was. Und nicht, dass wir jetzt 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben, nur weil wir irgendwann mal einen bekloppten Vertrag unterzeichnet haben. Die Kriege werden im Internet geführt und im Finanzsektor. Sollen wir Algorithmen bombardieren? Was soll der Schwachsinn? Funktioniert nicht. Außerdem war das doch der Deal. Das war doch seit Jahrzehnten der Deal. Amerika bombardiert jedes Land, wie es Lust hat, muss auch nie nach Den Haag. Und die Europäer nehmen dann die Flüchtlinge auf. Sollen wir jetzt die Flüchtlinge aufnehmen und auch noch den Wehretat erhöhen? Ja, was denn sonst noch? Dann würde ich auch sagen, dass die irakischen Flüchtlinge bei George Bush auf der Ranch unterkommen. Aber beides ist doch blödsinnig. Also. Und es wundert einen aber nicht. An jeder großen Stadt, in jeder mittleren Stadt, in jeder kleinen Stadt hängen riesige Plakate. Kommen Sie zur Bundeswehr. Da stehen dann irgendwelche lustigen, ausrasierten Burschen vor Panzern rum. Kommen Sie zur... Wir brauchen Lehrer und Pfleger. Ne? Verstehe das nicht. Wieso hängt das Verteidigungsministerium dauernd seine Sachen auf? Wieso hängt nicht das Gesundheitsministerium genau solche Dinge auf? Werden Sie Krankenpflegerin und Altenpflegerin? Oder das Bildungs-, werden Sie Grundschullehrer und Lehrerin? Da siehst du, wo die Gesellschaft die Prioritäten hinsetzt. Uns bricht jetzt demnächst das Bildungssystem weg. Es gibt schon Gebiete, die gar nicht mehr beschult werden können. Keiner will mehr Lehrer werden. Ja, kommen Sie zur Bundeswehr. Das ist so ein Reflex. Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Man könnte das doch anders haben, wenn man das wollte. Und da geht's nie um irgendwas Gedachtes, sondern immer um was Gespürtes. Früher war das einfach. Früher hast du den Frauen auf den Schädel geschlagen und hast sie an den Haaren in die Höhle gezerrt. Ende der Durchsage. Das geht halt heute nicht mehr. Heute musst du reden mit den Frauen. Voll stressig für viele. Neokortex, das kostet Glukose und alles. Das ist doch nicht lustig. Heute musst du den Frauen erklären, warum du ihnen auf den Schädel schlägst. Ja, die wollen ja antworten heute. Und dann hat man aber damals gemerkt, oh, das ist doch blöd, wenn die Hälfte der Bevölkerung eingeschlagene Schädel hat. Und dann hat man Zivilisation entdeckt und Kultur und Sprache und Kommunikation und Bildhauerei und Malerei und Musik und Tanz und Poesie und Mathematik und Schach. Und die Makramee-Eule. Weil man gedacht hat, Mensch, das ist doch blöd, wenn ich mit meiner Frau im Theater sitze und die sitzt neben mir und hat einen eingeschlagenen Schädel.
das sieht nicht aus, du kriegst das nicht überschminkt, Kaka. Und dann hat man gemerkt, Mensch, Kultur, das ist ja fantastisch, da ist ja Katharsis für jeden drin, da kannst du ja Sachen wegsublimieren, da öffnet sich ein Polyversum in der Kalotte, alter Verwalter, da kannst du 4 Stunden lang auf der Bühne Mörder und Vergewaltiger sein und alle kriegen das mit über Spiegelneuronen, du kannst den Leuten was erklären, ohne was zu erklären, vieles geht nonverbal, was für eine Chance, deswegen leisten wir uns Leute wie Quentin Tarantino, die 4 Stunden lang auf der Bühne Menschen abschlachten lassen, wir gucken uns das dann an, gehen dann nach Hause und müssen das dann nicht mehr selber machen. Ja? Ja. Kultur halt. Voll stressig für viele. Viel zu stressig. Absolut. Wir müssten uns kümmern. Wir wundern uns dann immer nur. Man wundert sich jetzt über die Dieselaffäre. Ja, wir haben jetzt seit Jahrzehnten Autokanzlerinnen und Autokanzler gewählt. Was glauben wir, was das Wort Autokanzler bedeutet? Da entstehen sakrosankte Parallelgesellschaften, die sind unantastbar und machen, was sie wollen. Und dann passiert immer das Gleiche, wenn Parallelgesellschaften ohne Kontrolle sind. Also Willy Brandt hat noch den Kniefall in Warschau hingekriegt. Schröder hat schon nur noch den Kniefall in Wolfsburg hingekriegt. Und Merkel lag von vornherein. Deswegen ist die CDU auch keine Umfallerpartei, weil die noch nie für was gestanden hat. Das ist der Ruf erst ruiniert, legt sich völlig ungeniert. Ja, aber man darf sich dann aber nicht wundern. Wir kriegen jetzt in die deutsche Seele reingerieben seit Jahrzehnten, dass wir ohne die Autoindustrie nichts sind. Dann passiert genau das. Und erst wenn es richtig knallt, merkt man, oh, das waren ja Parallelgesellschaften. Erst wenn es wahnsinnig knallt mit tausenden vergewaltigten Kindern durch Priester, dann, oh, das ist ja eine Parallelgesellschaft. Die regeln das dann untereinander. Jetzt haben sie sogar ihre eigene Studie raus. Das ist doch toll. Ich glaube nur an die Studie, die ich selber rausgegeben habe. So muss das sein. Und beim Verfassungsschutz haben wir auch den Fuchs damit beauftragt, auf die Hühner aufzupassen. Da darf man sich dann aber nicht wundern, dass das dann so ausschaut, wie es ausschaut. Wir wundern uns dann immer, das verstehe ich nicht. Wir waren doch dabei die letzten Jahrzehnte. Wir haben jetzt jahrzehntelang Insektenvernichtungsmittel auf die Felder gespritzt. Jetzt sind wir traurig, dass die Insekten vernichtet sind. Was? Ja, aber dann... Was machst du mit so einer Gesellschaft? Und so ist es auch mit Antisemitismus. Wir wundern uns jetzt, dass Antisemitismus an den Schulen ist. Das wundert einen doch nicht. Wir führen Beschneidungsdebatten im Land. So weit sind wir noch gar nicht. Es müssen immer noch jüdische Kindergärten durch Polizisten geschützt werden vor uns. Solange das noch so ist, haben wir keine Beschneidungsdebatten zu führen. Und wir wundern uns jetzt, dass man die Kippa runterreißen will. Wir wollen jetzt seit 20 Jahren diesen Mädchen die Kopftücher runterreißen. Jetzt sind wir total fertig, weil jemand die Kippa runterreißt. Das ist immer das gleiche Spiel. Da geht's immer. Da darf man sich dann aber nicht wundern. Da darf man sich dann überhaupt nicht wundern. Und wir wundern uns jetzt, dass die Integration nicht klappt. Das wollte man nicht. Am langen Ende muss man dann doch zähneknirschend und kleinlaut immer das machen, was die linksliberalen Multikulti-Ökospinner-Humanisten-Pazifisten schon seit Jahrzehnten vorgeschlagen haben. Nö, wir müssen gar nichts machen. Doch, wir müssen uns kümmern. Wir brauchen Lehrer, wir brauchen Sozialpädagogen, wir müssen Nazi-Exit-Programme stärken, wir brauchen Jugendzentren. Nee, nix brauchen wir nicht. Die CDU hat sogar 50 Jahre nicht mal einsehen wollen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und jetzt fliegt es uns genau auf die Füße und jetzt dreht die CDU durch. Also 50 Jahre Totalverweigerung und jetzt totale Überreaktion. Elektronische Fußfessel, Abschiebung, sicheres Herkunftsland. Und sowohl vorher als auch nachher beschimpft man die Linksliberalen als Realitätsverweigerer. Das funktioniert nicht. Man hat die Nazi-Exit-Programme runtergestrichen. Nee, wir müssen es in die Wirtschaft stecken. Ja, wir müssen die Sozialpädagogen, hat man runtergeschrieben, müssen sie in die Wirtschaft stecken. Jugendzentren dicht gemacht, müssen sie in die Wirtschaft stecken. Jetzt nach 20 Jahren haben wir genau das Ergebnis. Wahnsinnswirtschaftswachstum und eine ausgehöhlte Gesellschaft, die Leitkulturdebatten führen muss. Und Rechtsextreme im Reichstag. Also
Man darf sich nicht mehr über die Tagesschau wundern. Guck dir die letzten 20 Jahre an, dann weißt du, wie die nächsten 20 Jahre irgendwie sein könnten und weißt, warum die Tagesschau heute ist, wie sie ist. Ich wundere mich da nicht drüber. Das ist doch wunderbar gelaufen. Oder? Haben Sie Winterreifen eigentlich? Es ist schon September. Das kann nachts schon anziehen. Seit ich 15 bin, sehe ich einmal im Jahr verzweifelte Milchbauern, wie sie ihre Milch wegkippen vorm Rathaus. Sollen wir uns das nochmal 20 Jahre angucken und 30? Stattdessen liest man dann alle naslang seit Jahren so gehirnerweichende Artikel, dass man die Grünen nicht wählen kann, weil Katrin Göring-Eckardt so pastoral ist. Das ist mir doch egal, ich will doch keine WG mit der aufmachen. Das ist das Niveau dann. Das können wir unseren Enkeln dann erklären. Ja, aber wir wollten uns von den Grünen nicht vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben. Ja, aber ihr habt euch damals von Amazon, Starbucks, Google und Apple vorschreiben lassen, wie ihr zu leben habt. Ja, aber nicht von den Grünen. Mittelamerika ist euch zweimal im Jahr abgesoffen. Ja, aber die war so pastoral. Italien ist euch zweimal im Jahr abgesoffen. Ja, aber die war so pastoral. Die Alpen sind euch wie nasser Marmorkuchen ins Tal gerutscht. Ja, aber die war so pastoral. Das Great Barrier Reef ist euch vor der... Ja, aber die war so pastoral. Die Eisbären sind euch vor der Kamera abgesoffen, ja, aber die war so pastoral. Ihr hattet nur noch Gülle im Trinkwasser, ja, aber die war so pastoral. Ihr hattet multiresistente Keime, ja, aber die war so pastoral. Das reicht dann irgendwann nicht mehr als Argument. So als Argument meine ich für irgendwas. Und dafür musst du nicht mehr links sein und Öko. Dafür. Dafür musst du nicht mehr links sein oder Öko oder Attac-Mitglied. Kinder lernen heute in der 6. Klasse, wie viele Welten wir bräuchten, wenn wir weiter Tiere vernutzen und Tiere essen. Und dann kommen sie illuminiert nach Hause mit den Ideen und sehen den eigenen Vater im Vorgarten stehen, wie er seinen 1000-Euro-Chrom-Grill poliert und Veganer als Lifestyle-Idioten beschimpft. Das ist dann zu wenig für die nächste Generation. Ja, und dann mit dem Auto zum Bioladen fahren oder was? Ja, aber ist doch besser, als mit dem Auto zur Metzgerei zu fahren. Du musst ja nicht Flöhe und Läuse haben. Und Fleischesser dürfen eh alles. Ist der Ruf erst ruiniert? Wir grillen auch. Die dürfen auch für 9 Euro nach Lissabon fahren am Wochenende. Wir fliegen. Ja, wir grillen ja auch. Puh. Wir haben auch ein SUV. Wir haben nie was anderes behauptet. Wir grillen auch. Aber der Veganer, der hat gefälligst auf den Brustwarzen zum Bioladen zu robben. Ja, aber unbedingt. Was ist denn das für eine preußische Pickelhaubige? Ich verstehe das nicht. Das sind übrigens Bio-Bananen. Wirklich. Sind mit einem Flugzeug mit Rapsölmotor eingeflogen. Doch, wirklich. Ja. Und man muss das mit Gesetzen machen. Anders geht's nicht. Ich bin kein Freund von großen Verboten. Manchmal muss man die Gesellschaft vor sich selber retten. Ich bin zum Beispiel heilfroh, dass wir hier kein Waffengesetz wie in Amerika haben. Was glaubst du, wie die Pegida-Demonstrationen ablaufen würden? Na klar. Wir sind doch nicht reifer als die Amerikaner. Wir sind bloß unbewaffnet. Ja klar. Da bilde ich mir überhaupt nichts drauf ein. Wir werden vor dem Gesetz geschützt, vor der Barbarei, sonst gar nichts. Freiwillig. Lass den Konzernen die Freiwilligkeit, Frauen oben einzustellen. Sie machen es kaum. Wir gucken uns das jetzt ohnmächtig an seit Jahrzehnten und die DAX-Konzerne, die Vorstände, sehen immer noch aus wie das SED-Politbüro. Ja. Also muss man sie mit einem Gesetz an die Hand nehmen und sagen, du. Ist doch nicht schlimm. Ich habe neulich in der New York Times gelesen, die haben eine Studie rausgebracht, es gibt in deutschen DAX-Vorständen mehr Männer, die Thomas heißen, als Frauen. Ja, super. Wir haben eine Menge Hausaufgaben vor der Brust. Also freiwillig. Einführung des Rauchverbots, was da los war.
In deutschen Kneipen Rauchverbot. Was meinst du, unsere Innenstädte sterben aus? Nichts ist passiert. Unsere Innenstädte sind genauso tot wie vorher. Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Alles Blödsinn. Ja, Herr Rether, wir können doch nicht die Welt retten. Ja, wer denn sonst? Ich sehe sonst gerade niemanden. Haben wir gerade was Besseres zu tun? Nee, wir warten einfach. Wir warten jetzt nochmal auf so eine CDU-Landwirtschaftsministerin, bis der letzte Milchbauer sich in seinem Stall aufgehängt hat vor Verzweiflung. Ist uns völlig wurscht, weil die Grünen kann man nicht wählen, die sind so pastoral. Ist doch mir egal. Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera und da wähle ich immer Cholera. So einen Durchfall kriegst du weg. Ja, sicher. Ja. Na klar. Ich meine, das ist die einzige Partei, die überhaupt noch über irgendwas Ökologisches nachdenkt. Deswegen muss man doch die nicht toll finden. Ich finde doch die Linken nicht toll. Die haben so viel Mist am Laufen da auch, die sind humorlos. Gregor Gysis wachsen eben nicht auf den Bäumen. Ja, aber das sind die einzigen, die das Wort Leiharbeiter überhaupt noch in den Mund nehmen. Wenn man das nicht möchte, dann möchte man das nicht. Und wir wollen das offensichtlich nicht. Eine Gesellschaft, in der letztes Jahr noch 87% gesagt haben, ihnen geht's finanziell prima. Wir müssen uns da auch mal ehrlich machen. Uns interessiert es schlichtweg nicht, wie es Alleinerziehenden geht und Zeitarbeitern und Aufstockern. Es juckt uns einfach nicht. Deswegen watschen wir diese Parteien ab. Aber das ist doch mir egal. Die Hälfte von dem, was Sarah Wagenknecht sagt, finde ich ganz passabel. Die andere Hälfte finde ich gruselig. Ja, wenn das Verhältnis bei Seehofer auch so wäre, könnte man Seehofer wählen. Da geht's doch. Da geht's doch gar nicht drum. Aber ich kann niemanden anders als die Grünen wählen, weil ich mit 15 gelernt habe, dass wir nur einen Planeten haben. Und dachte ich, oh, das ist aber knapp. Doch nicht, weil ich die toll finde, weil wir sonst nämlich überhaupt gar keine Lobby mehr haben für irgendwas. Und die Zeit läuft uns dermaßen davon, auch mir heute Abend, ich komme ja kaum mehr zum, ach du lieber Gott. Deswegen bin ich nicht Lehrer geworden, in 45 Minuten kriegst du überhaupt nichts. Komm, das ist alles Schwachsinn, Blödsinn. Aber darum geht's doch gar nicht mehr. Ich meine, wir brauchen Strom und Wasser und solche Sachen. Das kann uns alles schnell weggehen. Und wir haben Sorge um die Demokratie. Ja, wenn wir einen Tag Stromausfall haben, dann sind wir sofort in der Barbarei. Das geht ruckzuck. Und dann wird der herrschen, der als erstes das Waffengeschäft überfallen hat und die letzte Thunfischdose bei Rewe abgestaubt hat. Wer will schon von Preppern regiert werden? Deswegen haben wir gar keine Wahl. Überhaupt nicht. Biobananen. Ein tolles Paradoxon, das Wort Biobananen. So wie Holzeisenbahn. Ja. 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 Oder Microsoft Works ist auch toll. Ja. Ich war mal auf dem Flohmarkt, da war so ein Stand, da stand drauf, Nützliches aus Filz. Ne? Ich dachte, was denn jetzt? Ne? Wirklich. Ist das ein Flugverkehr hier? Das ist ja toll. Sicher auch Leute, die grillen. Ja, Wahnsinn. Wir dürfen das. Jo. Wir dürfen das. Biobananen. Gibt ja tolle Paradoxien. Auch so Klassiker wie zum Beispiel Gefrierbrand. Hm, super. Oder unabhängiges Institut. Sehr nett. Oder Wirtschaftsethik. Hm. Auf einmal sind solche Leute da. Christian Lindner, da steht er. Rhetorikseminar, blauer Slimfit-Anzug, ab dafür. Christian Lindner,
so eine narzisstische Luftpumpe in der Adoleszenzkrise, wo die immer noch. Oh, Verantwortung. Weg war er. Und die stehen da auf einmal. Zack. Neulich habe ich gelesen, Ralf Lord Dahrendorf trifft sich regelmäßig mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Gerhard Baum zum gemeinsam in die Tischplatte beißen. Die haben sich eine Schreinerei gemietet. Na, kann's nicht mehr drum gehen. Auf einmal stehen die dann da. Oder auch Jens Spahn. Jens Spahn. Wo kommen die her? Diese jungen, gut gebildeten, wütenden jungen Männer aus der christlichen Mittelschicht. Auf einmal stehen die da. Jens Spahn, der eine Hasskappe kriegt, wenn er in der internationalen Hauptstadt Berlin in einem Lokal auf Englisch bedient wird. Den jetzt als Kanzlerkandidat? Ernsthaft? Sollen wir zurück in die 60er Jahre? Wir müssen doch aufmachen im dritten Jahrtausend und nicht eng machen. Ich habe auf der Schwäbischen Alb gespielt, da haben die Leute Vorhängeschlösser an der gelben Tonne, damit der Nachbar nichts reinwirft. Tja, ja, da könnte Jens Spahn hinziehen, möglicherweise. Ich erinnere mich an so eine Maybrit-Illner-Sendung, da saß ein Porsche-Aufsichtsrat, der hat gesagt, der, wo hier lebt, muss auch Deutsch können. Ja, bitte. Und der war bestens integriert, der Mann. Ja. Das ist nicht lustig. Die Klappe geht zu. Mich hat mal einer auf der Straße angesprochen, der hat gesagt, wissen Sie, Herr Ritter, was unser Problem ist? Wir bauen den Juden zu viele Moscheen. Ja. Ja, super. Ich sage, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Das ist nicht lustig. Es ist genau das passiert, wovor wir linksliberalen Multikulti-Ökospinner immer gewarnt haben. Wenn es irgendwie krisig wird, rutscht das den Leuten immer in die gleichen alten Muster rein. Und mittlerweile haben wir Angst vor Kopftüchern. Wir sind nicht ganz gescheit. Wir sind ja wirklich Meschugge. Mich hat eine Frau angesprochen mit Kopftuch, die ist selber Sozialpädagogin und kümmert sich um Integration seit vielen Jahren. Sie sagt, wissen Sie, Herr Ritter, wenn irgendwo in Europa ein islamistischer Anschlag stattgefunden hat, das Erste, was wir machen, ist, wir gucken erstmal in den Kühlschrank, ob wir noch für 3 Tage Essen im Kühlschrank haben. Weil wir wissen, die nächsten 3 Tage werden ein Spießrutenlauf durch Rewe. Wir werden angespuckt. Wenn wir da sind, wir müssen uns kümmern. Und wir haben jetzt aber irgendwelche Lindners und Spahns da rumstehen, die den Alleinerziehenden und Leiharbeitern ins Gesicht rülpsen, dass der Markt das schon regeln wird. Der Markt regelt nichts außer den Markt. Aber gar nichts. Und dann haben wir Angst und wissen nicht wieso. Ich weiß wieso. Aber da kommen wir heute nicht mehr zu. Nee. Keine Chance. Kannst höchstens eine Ouvertüre machen in 45 Minuten. Und wieder ein Flugzeug. Ich wäre überhaupt für 2 neue Fächer in der Schule. Veganes Kochen und gewaltfreie Kommunikation. Damit man mal so einen Pflock in die Erde schlägt. Christian Lindner, der Glasfaservertreter, der möchte ja am liebsten in die Wiege schon iPads legen. Ja, immer den 6. Schritt vorm 1. Erst wenn die Kinder gewaltfrei kommunizieren können, wenn sie wissen, was ein Mediator ist und ein Streitschlichter am Schulhof, ein Ombudsmann, was eine Face-to-Face-Kommunikation bedeutet, erst dann, wenn sie das können, gibt man ihnen diese Hochgeschwindigkeits-Turbo-Medien in die Hand. Wenn die erstmal diese mitleidlose, missverständliche Internet-Hochleistungskommunikation drauf haben, ist es ganz schwer, denen mit 17 oder 20 noch gewaltfrei kommunizieren beizubringen. Wir müssen doch irgendwann mal anfangen, oder sollen die Kinder in 30 Jahren genauso bekloppt werden wie wir? Ich verstehe das nicht.
ist der Hafer- und Bananenblues. Thank you.